Noch eine Woche ist das Transferfenster in der Bundesliga geöffnet und die Lage beim FC Bayern München entspannt sich mehr und mehr. Wichtige Spieler sind nach Verletzungen bereits zurückgekehrt und der Rekordmeister ist so gut besetzt, dass man auf manchen Positionen fast schon von Luxusproblemen reden kann. In den sauren Apfel beißen musste bereits Renato Sanches, der 35-Millionen-Euro-Mann, kam bisher eher selten zum Einsatz und durch die Neulinge Tolisso und Rudi scheint es für ihn auch nicht besser zu werden. Für die alternden Flügelspieler Robben und Ribéry ist in den letzten Tagen Julian Draxler von PSG ins Gespräch gebracht worden. Dieser sieht seine Position nach dem spektakulären Wechsel von Neymar in Gefahr und könnte also noch in den Kader der Bayern rutschen.